Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed. Wir sind hier in Damaskus weiterhin unterwegs. Und was sagt euch dieses Bild hier? Ja, ich habe eine neue Aufnahmesession. Ende der letzten Folge hatte ich mir zwar schon eine Bürgerrettung markiert, habe aber dann abgebrochen mit der Aufnahme und deswegen bei Neustart bin ich wieder hier im Assassinenbüro, habe mir auch schon den nächstgelegenen Punkt hier markiert, wo ich hin möchte. Den Aussichtspunkt nehme ich mir mal ein hier. So, dann müssen wir in die Richtung. Da ich nicht mehr weiß, welcher Bürger das war, habe ich mir gedacht, wir fangen das Spiel, lass dich los, ganz neu an und... nein, natürlich nicht das ganze Spiel, sondern wir starten am Assassinenbüro und ich setze mal einfach einen neuen Marker zu dem letzt markierten Bürger, den wir retten müssen. Kommen wir noch früh genug? So, hier werden wir hoch müssen. So, dann kletter mal los, Alter, ihr. So, steht hier eine Wache? Nö, nicht, dass ich das sehen könnte. Ansonsten versteckt die sich hinter irgendeiner Ecke, da sieht sie uns aber eh nicht. Von daher ist es mir dann auch wurscht, sollte da eine stehen. So, kletter hier rum, wir nehmen den Aussichtspunkt direkt ein. Oh, da unten ist eine Wache. So, wir synchronisieren aber in Ruhe. So, der Turm ist unser. Da geht's ab in den Heuwagen. Zack. So, unser nächstes Ziel. Hier haben wir doch einen Bürger zu retten. Es wird nicht der gleiche sein, den wir uns letztens markiert haben, aber wir nehmen ihn trotzdem. Ich bin da nicht wählerisch. Zack, versteckte Klinge. Hallo, Gelehrte. Wo muss ich hin? Ist auf der anderen Seite hier von dem Gebäude. Dann klettern wir mal rüber. Der verdammte Narr hat doch den Verstand verloren. Nee, der verdammte Narr. Oh. Hallo. Hat nicht den Verstand verloren. Der nimmt halt nur eine Abkürzung. Der ist viel cleverer als ihr. Da unten ist die Bürgerrettung. So, ich habe während der Aufnahmepause, die ich hatte, zwei Hinweise, Wünsche oder Tipps, wie auch immer man das nennen mag, bekommen. Zum einen, das bietet sich gerade mal an, hat der Torhall, der auch regelmäßig hier meine Let's Plays kommentiert, gesagt, wieso arbeitest du denn nicht häufiger mit den Wurfmessern? Muss ich ihm recht geben, aber der eigentliche Grund dafür war, dass ich irgendwie nicht wirklich zurechtgekommen bin mit diesen Wurfmessern und ich immer direkt entdeckt wurde, wenn ich diese benutzt habe. Und er meinte, damit kannst du doch ganz viel schon da wegräumen, bevor du dich ins Kampfgetümmel stürzt. Dann werde ich das mal versuchen. Ich will natürlich jetzt keinen von diesen Dickies da, denen ich die Wurfmesser klauen kann, markiert haben. So. Zack. Den ersten haben wir. So, die Wachen sind weg, werden auf uns aufmerksam und kommen hier hin. Na, direkt in den Kampfmodus. So, nein! Um Gottes Willen, bin ich jetzt tot? Nein. So viel zum Thema Abkürzung nehmen. Au, in den Fuß rein. Habe ich auch noch nicht gesehen hier. Kämpfen wir mal mit dem Kurzschwert weiter. Autsch. Lass das. So, das ist nämlich auch einer der Gründe, warum ich die Wurfmesser so selten genommen habe. Man müsste meinen, dass man mit denen unauffällig agieren kann, aber man wird sofort entdeckt. Das finde ich echt merkwürdig. Was wirklich gebracht hat es auch nicht. Schreibt mal, was ihr davon haltet, ob ich die weiter öfter nutzen soll. Jetzt in diesen Autsch-Aktionen. Komm, greif an. Aua. Aua. Das habe ich gesehen mit den Augen, die ich am Rücken habe. So,
So, mach halt. Mach ihn platt. So. Gut, dass ihr gerade vorbeikamt. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Ui. Was ist das? Genau, da kommen auch wieder unsere Hilfen. Sollte jetzt eine Wache kommen, die dann aufhalten würde. Gehen wir erstmal hier hoch und suchen uns in Ruhe unentdeckt. In dem Fall hätte hier jetzt eigentlich eine Wache stehen müssen zum Thema unentdeckt. So, genau. Markieren uns unentdeckt von hier oben. Das nächste Ziel. Nehmen wir mal den nächsten Bürger retten. Okay, also Wurfmesser habe ich jetzt für mich entschieden. Sind nicht wirklich was für Bürger zu retten. Ich wechsle schon mal auf die versteckte Klinge. Zack. Hier geht's Richtung Bürgerrettung. Yep. Die wird hier unten sein. Ich höre sie auch schon brüllen. Da unten ist es. Jetzt werde ich mal den zweiten Tipp oder Hinweis ausprobieren. Und zwar kam der von der Julia, von Guiding Knight. Die hat gesagt, du machst das schon ganz richtig mit der versteckten Klinge. Auf die starken Wachen losrennen und direkt eliminieren. Aber warum wechselst du direkt auf das Schwert zurück? Bleib doch mal bei der versteckten Klinge. Damit kannst du nämlich direkt, wenn die Wachen noch unaufmerksam sein sollten, den zweiten hinterher eliminieren. Was? Vorsicht jetzt. Was das? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich habe da nur gestanden. Tja, Julia, du musst ein bisschen warten, bis ich das mal ausprobiere. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade falsch gemacht habe. Ich habe weder einen anvisiert, noch sonst irgendwas. Ich hatte kurz überlegt, der Bettlerin eine mit der Faust mitzugeben, aber das kann ja wohl kaum das Spiel beeinflusst haben. Zack. Das wäre ein bisschen spooky, wenn die Spiele jetzt schon Gedanken lesen könnten und uns immer schon einen Schritt voraus sind. So, wer möchte als nächstes? Du möchtest. Das ist sehr gut. Ah, ich wollte eigentlich am Boden liegend dem Typen noch einer mitgeben. Habe ich gesehen. Hallo. So, Leute. Jetzt mach mal ein bisschen schneller. Na? Das möchte ich nicht. Das habe ich noch nie gemocht. Dann mag ich das jetzt auch nicht. So. Schaschlik. Einmal Schaschlik. Wer hat noch Bock auf ein Spießchen? Du? Nee, nee. Ab in den Marktstand. Hallo? Hallo? Würden Sie das mal bitte sein lassen? Darf ich mal aufstehen? Danke. Das ist mein Plan. So, bekillt. So, Alter, ihr. Wie sieht's aus mit deiner Aufmerksamkeit heute? Babs. So. Auch. Du kommst nicht nochmal hoch. Genau. Jetzt haben wir euch zwei noch. Ups, habe ich mal den Falschen geguckt. Schon wird das bestraft. Na, 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 na. So, ah, da steht die Bürgerin. Ich hatte kurz die Orientierung verloren. Bei dem Gemetzel hier. Wo bist du, wo bist du? Da. Sonst wird mir das immer ganz wild. Ihr habt mich gerettet. Die Stadt wird von eurer Tat erfahren. Ich mag behaupten, da haben schon einige von erfahren. Da muss man nicht noch groß drüber reden. So, gehen wir mal hier hin. Ja, da ist unser Informant. Den möchte ich aber gerade nicht annehmen. Er hat das Schwert gezogen. Ich muss eine Wache finden.
Nein, nein. Ich wollte ihn allen mitgeben, sollte er nochmal kommen. Weil meine Informanten jetzt annehmen den Auftrag und da ist noch das ganze Gemetzel darüber. Könnte ich mir vorstellen, dass das an die Hose geht, wenn ich irgendwas heimlich machen soll. Nein, auch noch den falschen Knopf gedrückt, gebe doch nicht. Ach Quatsch. Hat der es jetzt markiert oder nicht? So. Jetzt gehen wir den nächsten Bürger retten. Wähle schon mal die versteckte Klinge aus und versuch das einfach nochmal. Was auch immer eben schief gelaufen ist. Ich tauche mal direkt unter. Erinnern wir uns? Nein? Also haltet euch fern. Ich habe auch nichts gemacht. Ich bete hier so vor mich hin. So, vermutlich geht's hier rum. So. Da haben wir sie doch auch schon. Weg mal die mit dem Helm anvisieren. Und dann geht's. Stürmen wir doch mal los. Oh. Zack. Komm, Alter, ihr. Das hat nicht geklappt. Schade, schade, schade. Dann haben die wohl aufgepasst. Aber ich werde es einfach mal weiter versuchen. Oder gibt es vielleicht irgendeinen Trick, wie ich Alter ihr dazu bekommen kann, schneller aufzustehen? Ich weiß es nicht. Weil er scheint sich ja mit dem ersten Opfer immer schön gemütlich zu machen, da unten auf dem Boden. Und hockt da erstmal eine Weile rum, bis er sich mal überlegt, aufzustehen. So, der bleibt unten, da müssen wir nicht nachgehen. Du stehst aber nochmal auf, gell? Jetzt nicht mehr. So, du bist jetzt der Letzte. Mohikaner zwar nicht, aber im jetzigen Zustand scheint es dir egal. Oh Leute, schon kommen die nächsten Wachen. Den Satz zu Ende zu bringen in dem Zustand, wie er war, scheint es ihm egal zu sein, ob er der letzte Mohikaner oder was auch allen immer war. Er war halt der Letzte. So, du rennst weg, dann renne. Wo ist die Bürgerin? Oh, jetzt bist du da. So. Darf ich mich jetzt mal unterhalten? Da ist sie. Schnell, bevor der Nächste kommt. Der Herr sei gepriesen. Ihr habt mich gerettet. Die Stadt wird von eurer Tat erfahren. Eine Menschentraube hat sich gebildet. Und da kommen auch schon die nächsten Wachen. So, mache ich mich mal hier vom Acker. So. Stellen wir uns mal hier hoch und gucken auf die Karte, was wir als nächstes machen können. Nehmen wir doch jetzt mal den Informantenauftrag an. Gucken wir mal, was da zu tun ist. Immer schön im Kreis gelaufen. Naja. An eurer Stelle würde ich verschwinden. So, erzähl mal. Alter, ihr seid dieser Tage in aller Munde. Aus den Gesprächen auf dem Markt an diesem Morgen konnte ich heraushören, dass Jubayes Elite euch tot wünscht. Ich wollte ihnen schon nach, aber mein Rücken schmerzt zu sehr. Ihr solltet euch um sie kümmern. Ich warte hier auf euch und dann können wir uns kurz über die Dinge, die ich weiß, unterhalten. Doch eilt euch, ich habe große Schmerzen. Du Armer, du hast große Schmerzen. Okay, jetzt geht's mal auf Zeit, Leute zu eliminieren. Gucken wir mal, wie gehen wir denn da vor? Nehmen wir uns den als ein erstes. Liebe Leute, kommt und schaut meine Waren. Wo befindet der sich denn? Hier auf der anderen Seite? Müssen wir hier rüber oder was? Ja, gucken, ob das jetzt nicht schon wieder zu viel Zeit verplempern war. Dann lass mich in Ruhe, du Arsch. Jo, du auch noch? Ja, ja. Was ist das? Verdammte Hacke. Jetzt bin ich hier umsonst rumgerannt, oder was? So, verkacken wir das doch mal beim ersten Mal. Aber vielleicht haben wir ja doch noch Glück. Ist doch nicht. Ist der denn oben drauf? Oh Mann, ey. So.
Ja, selbst wenn wir jetzt zu viel Zeit verplempert haben, können wir aber mal in Ruhe schauen gehen. Ja. Da scheint er hier zu sein, auf dem Dach. Verdammt. So, wo haben wir denn den nächsten? Hier haben wir den nächsten. Nehmen wir den doch mal. Dafür müssen wir aber hier runter. Lass dich fallen. Nein, geht nicht. So, wo ist die Wache? Wo ist die Wache? Er hier ist das. Nein, ihr versteht es nicht. Geh weg! Ich brauche Nahrung. Ich habe solchen Hunger. Ein bisschen Geld. So, in die Richtung ist der nächste. Ach, er ist das? Direkt vor den Augen von den Leuten muss man ihn natürlich jetzt nicht. Lalalala. Hier oben geht's zum Informanten. Na, dann haben wir das ja doch noch einigermaßen hinbekommen. Von Freundesklinge ist ein Mann immer besser geschützt, oder? Hier ist, was ich über euer Ziel weiß. Der gelehrte Jubair ist dafür bekannt, wertvolle, goldene Gewänder zu tragen und eine große Tasche bei sich zu haben. Dadurch unterscheidet er sich von den anderen Gelehrten von Damaskus. Wenn ihr mich nun entschuldigt, ich muss wegen meines Rückens zum Doktor. Naja, ist gut, geh mal zum Doktor. Jubair trägt teure goldene Roben und eine große Tasche. Okay, das klingt doch nach einem Kandidaten von Shopping Queen, oder? So, weiter geht's. Nehmen wir mal noch den Aussichtspunkt hier mit. Lalala. Mal hier durchstürmen durch diese Gasse. So, hier geht's weiter in die Richtung. Nicht die Wache anrempeln. Das war knapp. So, passt mal auf mit euren Kisten hier. Ja. Hier geht's hoch. So, kletter mal da hoch. Den nächsten Aussichtspunkt können wir uns hier holen. Da ist eine Wache. Dann gehen wir mal hier in den Turm hoch. Wenn das denn überhaupt geht. Ja doch, da ist was zu greifen. Oh, man sieht uns mal wieder. Da scheint wohl auf der anderen Seite hier, wo wir hochklettern, auch noch eine Wache zu hängen. Aber egal. Die scheinen alle sehr kurzsichtig zu sein. Von daher sehen die uns hier oben nicht mehr. Wir synchronisieren. So, 3 von 7 Aussichtspunkten. Zack. Hier sind wir in dem nächsten Heuhaufen. Was können wir als nächstes machen? Wir holen uns den Bürger, versuchen das dann nochmal mit der versteckten Klinge, so ein Double Kill zu machen. Aber ob das funktioniert, das schauen wir uns einfach in der nächsten Folge an. Ich würde mich über euch freuen, wenn ihr zuschaut. Bis dann, ciao!